Hi Leute, willkommen zurück hier bei Familie Linde. Robin ist schon wach, geht noch ein bisschen nach unten ins Badezimmer und ein bisschen aufräumen. Die Eltern schlafen noch ein bisschen. Da warten wir da einfach noch mal ein bisschen drauf. Und ja, gucken mal, wie das Ganze so läuft. Genau. Ja, heute ist Sonntag und ich habe schon überlegt, ob wir den nächsten Tag noch hier bei den beiden verbringen oder ob wir dann schon zu Noah und Sascha wechseln. Ich habe zum einen gesehen, dass Danielle noch ziemlich lange braucht, bis sie älter wird. So oder so wollen wir spätestens am Dienstag zu Noah und Sascha wechseln. Und ja, dann werden wir eh den Geburtstag verschieben, weil ich dann erstmal die Alterung wieder ausstelle. Aber ja, ich weiß sonst, also, weil für heute habe ich auf jeden Fall noch so ein paar Sachen geplant, die wir machen können, aber dann für die nächsten Tage wird es teilweise ein bisschen schwierig. Generell überlege ich auch, ob ich vielleicht das Let's Play ein bisschen ausdünne. Also, das war ja sowieso von Anfang der Plan, dass ich jetzt nicht die ganze Zeit mit allen Sims immer wieder gleichzeitig spielen werde. Nicht so wie Monat Let's Play. Weil da versuche ich ja tatsächlich das immer so ein bisschen, also das relativ regelmäßig abzuwechseln. Aber hier jetzt in Sims 4 war das von Anfang an gar nicht mein Plan. Und wir gucken einfach mal. Tatsächlich weiß ich nicht, ich möchte irgendwie in letzter Zeit sehr viel studieren mit den ganzen verschiedenen Sims. Und ich weiß nicht, ob das dann irgendwann zu viel ist, wenn ich jetzt quasi mit allen Sims studieren gehe. Wenn ich mit Robin studieren gehe und mit Noah und Sascha sind wir ja gerade dabei. Und wenn ich dann mit Florian auch noch studieren gehe, weil das fände ich irgendwie auch ganz cool, das noch zu machen. Ich glaube, das wäre irgendwann echt viel zu viel. Möchtest du eigentlich mal kochen lernen, Kind? Ein bisschen kochen kannst du sogar schon. Haben wir denn noch Frühstück da? Nee. Wir haben noch sehr viel von unserem Tag gestern da, aber ich meine, du könntest ja mal versuchen, Frühstück zu machen, oder? So ein bisschen Frühstück für die ganze Familie. Vielleicht ein bisschen Obstsalat. Ich meine, Obstsalat geht immer. Musst auch nicht so viel machen. Vielleicht wird das ja was. Hier, Ruby, du kannst auch essen. Guck mal, da ist dein Napf. Ja, ich weiß, du willst mit von dem Napf essen, aber isst doch einfach von dem anderen Napf. Genau. Aber ich will von dem Napf essen. Das ist mir wichtig. Du kannst hier mal reparieren. Denn hier wird eh noch gerade Frühstück gemacht. Richtig schön vor dem Waschbecken. Macht ja absolut Sinn. Dann kannst du hier vielleicht mal aufwischen. Dann mal hier dich umziehen. Heute scheint es richtig heiß zu werden. Dann kannst du eigentlich auch direkt schon deine Outdoor-Kleidung, oder nicht deine Outdoor-Kleidung, deine Sommerkleidung anziehen. Genau, du solltest ja gleich fertig sein mit deinem, mit dem Obstsalat, oder? Ja. Wollen wir das vielleicht nochmal aufräumen? Dann hier vielleicht mal die Tische decken. Machen wir vielleicht diesmal gelb? Räumen mal das hier auch noch alles ab und dann können wir vielleicht mal so richtig schön den Tisch decken für alles. Wir haben noch ein paar Tantiemen für die Bilder bekommen. So. Wurden wir gerade zu unserer Beziehung beglückwünscht? Okay, Pierce. Seid ihr auf dem Weg nach unten? Irgendwann schon, ja. Ah ja, wenn du hier bist, kannst du eigentlich da auch direkt noch reparieren, mein Lieber. Ich weiß nicht, Robin ist gerade super langsam. Kannst du vielleicht mal die Sachen machen hier, bitte? Du sollst aufhören aufzuwischen. Hey, du sollst das nur reparieren. Oh mein Gott, was trägst du denn? Heute ist es heiß. Das ist bestimmt nicht das passende Outfit für dieses Wetter gerade. Das hier geht ja noch. Aber okay, dann kannst du dir mal den Tisch decken. Ich fände eigentlich gelb ganz schön. Du kannst vielleicht mitmachen. Genau. Ich finde, gelb würde hier sehr gut in den Raum passen. Macht ihr beiden das vielleicht mal? Leute, oh, warum sind denn Sims aktuell immer so langsam? Ach Mann. Das schmeiße ich direkt mal weg. Dann müssen sich meine Sims mit dem Mist hier nicht beschäftigen. Mit dem Müll.
Genau, dann kannst du das anziehen und dann setzt du dich ruhig mal hier hin, kannst mein Gericht nehmen, du auch und du auch. Ich wollte ja gern gemeinsames Frühstück, aber wenn die alle so ultra langsam sind, dann ist das deren Pech. So, dann kannst du vielleicht mal von Interessen schwärmen und deiner Mutter ein bisschen den Tag verschönern. Ihr auch mal ein Kompliment übers Aussehen machen oder übers Outfit machen. Du kannst vielleicht mal einen verrückten Plan vorschlagen. Das wären doch alles ganz schöne Sachen. Du möchtest joggen gehen. Okay. Ob das auch zählt, wenn man mit dem Hund joggen geht? Das wäre irgendwie cool. Nee, einen Song produzieren will ich nicht. Eine Stunde tanzen. Okay. Mit der Familie ehrenamtlich tätig werden, das könnten wir heute natürlich auch machen. Das klingt eigentlich gut. Eine Wasserballonschlacht. Oh. Okay. Aber irgendwie finde ich, klingt die Idee mit der Wasserballonschlacht echt gut. Beziehungsweise halt vor allem auch mit dem ehrenamtlich tätig werden. Vielleicht machen wir das sogar alle zu dritt. Mal sehen. Was möchtest du hier in die Wolken schauen? Oh. Süße Wünsche, die ihr alle habt. Du kannst dann hier das mal weglegen, wenn du magst. Und, oh, mit Daniel rumalbern. So. Ist die Wäsche hier denn trocken? Ja, dann können wir hier mal die Wäsche weglegen. Haben wir nicht noch mehr Wäsche irgendwo hier voll? Ja, der Wäschekorb sieht nämlich noch voll aus. Der nicht, aber da können wir dann mal hingehen. Können wir mal die Taschen durchsuchen und alles in die Waschmaschine stecken. Robin, ich würde dich bitten, vielleicht hier mal ein bisschen deine Aktion zu überdenken und dann ein bisschen Schach zu spielen. Denn das wäre nützlich. Das passt hier zum Lebenswunsch. Und du kannst dann gleich mal hier alles aufräumen. Das fände ich schön. Ich finde es interessant, wie nur bei dem einen das wegging. Irgendein Kind ist zu Besuch. Mike Moon. Kennst du Mike Moon? Oh, nein, danke. Wir möchten gerade kein Date. Kennst du Mike Moon? Nee. Okay, keine Ahnung, warum das Kind hier in unserer Tür ist. Ja, dann würde ich tatsächlich vorschlagen, gleich wenn wir mit, wenn wir damit fertig sind, dass wir dann mal, dass wir dann mehr ehrenamtlich tätig werden. Ich wollte aber erstmal Noah einladen, denn wir wollen hier immer noch einen Sim 3 Stunden in Musik unterrichten. Das würde ich gerne mal nochmal probieren. Ich meine, wir haben angefangen, Noah so ein bisschen in der Klavierfähigkeit zu unterrichten. Und genau das möchte ich gern weitermachen. Genau, du nimmst jetzt die Wäsche mit runter. Da kommt Noah. Können wir sie ja mal liebevoll umarmen. Können wir nach ihren Zukunftsplänen fragen. Das finde ich irgendwie immer eine ganz süße Interaktion. Können wir über unsere Träume reden. Und dann vielleicht mal hier. Geht das hier? Ah, ich glaube, ich kann. Ich glaube, ich kann den NPC-Sim gar nicht dazu bringen, ne? Da müsste sie ja jetzt. Oh, und Sascha kam auch einfach vorbei. Ja, schön, dass ihr beiden gerade hier seid, so am Wochenende. Macht natürlich Sinn. Das ist gerade so unerwartet. Okay, hier kannst du mal die Wäsche waschen. Können wir Sachen auch schon verbessern? Nee. Ha. Was für ein Geschicklichkeitslevel hast du denn? 5, okay. Hier kannst du mal mitspielen. Genau. Sascha hat scheinbar noch gar nicht den Wohnschlüssel. Hat der generell noch gar nicht den Wohnschlüssel? Oder? Ah ja, okay, du hast den von deinem Vater bekommen. Dann passt das ja.
Können wir nochmal ein bisschen kennenlernen, nach seiner Karriere fragen. Und sehr persönliches Gespräch führen. Ja. Oh, glückliche Kindheit geboten. Ach, das ist aber niedlich. Genau, und ihr beiden wollt hier noch so ein bisschen Schach spielen zusammen. Das fände ich ganz gut. Vielleicht magst du mal hier ein anderes Outfit anziehen. Ich finde, das passt irgendwie nicht so ganz. Ist das ein Alltag? Ach, hast du so viele Alltagsoutfits? Krass. Ja, zieh mal lieber das hier an. Das passt vielleicht ein bisschen besser. So, oh, ich wünschte, ich könnte jetzt doch jemandem das noch beibringen. Naja, müssen wir das mal anders machen. Wo ist jetzt eigentlich... Ah, oh, ja, stimmt, wir wollten ja eine Wasserbombenschlacht machen. Lass uns doch mal alle zusammen eine Wasserbombenschlacht machen. Nochmal die Familie ganz so, wie sie vorher war. Oder wie sie halt war, bevor die beiden ausgezogen sind. Komm hier, das nächste Logiklevel kannst du auch später nochmal bekommen. Wir müssen hier eine Wasserbombenschlacht machen. Das ist sehr wichtig. Okay. Sehr gut. Ja. Lass uns das doch alle mal hier so ein bisschen machen. Ich glaube, mit unseren Geschwistern sind wir richtig gut. Kommen wir richtig gut klar. Super Geschwister. Und bei den Eltern ist es so ein bisschen so, ja. Ich meine, wir sind befreundet, aber jetzt nicht so, dass sie so eine super enge Beziehung haben. Und ich glaube, hier zu den anderen beiden Geschwistern ist es schon ein bisschen stärker. Ja. Zu Sascha und Noah. Sehen wir die Beziehung ein bisschen enger. Ich weiß auch gar nicht, wie das dazu kam, dass irgendwie Robin dann weniger da so erlebt hat. Du möchtest zum Yellow Flamingo. Ja. Also generell finde ich eine ganz coole Idee, mit den Freunden irgendwie noch was zu unternehmen. Hätte jetzt nicht unbedingt das vorgeschlagen, aber das ist auch okay. Dann schauen wir mal. Nehmen wir mal unsere Freunde mit. Janet, Emilia, Selina und Leo. Obwohl, nee, ich glaube. Ich glaube, wir gehen mal nur mit Piers los. Ja. Weil wenn wir mit der ganzen Gruppe ausgehen, ist das vielleicht auch immer so ein bisschen, ja, ein bisschen langweilig. Wir gehen mal einfach nur mit Piers ein bisschen raus und genießen den Nachmittag so ein bisschen. Ich finde es ja etwas eigenartig, nachmittags zu einem Nachtclub zu gehen. Aber wir müssen ja auch nicht unbedingt da reingehen. Wir können ja auch irgendwie draußen Zeit verbringen. Was haben wir denn hier sonst noch so für Optionen? Können wir hier draußen noch irgendwas machen? Ja, wir können Rollschuhlaufen gehen. Piers zum Laufen einladen. Genau. Machen wir doch das mal. Du kannst weiter die Fitnessfähigkeit aufbauen. Gibt es irgendwas, was du machen kannst? Nö, eigentlich nicht. Gibt es irgendjemanden, mit dem du dich anfreunden kannst? Du könntest dich mal mit Florian anfreunden. Takte knüpfen mit Florian. Wir können dann, nachdem wir hier so ein bisschen mit Piers unterwegs waren, auch gerne nochmal nach Hause gehen, ehrenamtlich tätig werden und solche Sachen. Aber ich fand den Vorschlag einfach ganz cool, dass die beiden sich hier so ein bisschen treffen und so ein bisschen Zeit verbringen einfach. Keine Ahnung, ich finde die Idee ganz süß. Deswegen können die das ja machen, können immer zusammen Rollschuh laufen. Weiß ich nicht, ich bin halt jetzt nicht so ein Fan davon, jetzt hier in den Nachtclub zu gehen. Das ist übrigens, glaube ich, ein Nachtclub, den Delicracy gebaut hat, vor einer ganzen Weile, den ich da dann hingepackt habe, weil der sehr viel cooler aussieht, als der ursprünglich aussah. Aber ja. Trotzdem nutze ich den irgendwie nie. Ich weiß nicht, Willow Creek-Orte nutze ich halt einfach nicht. Ich geh nie nach Willow Creek mit meinen Sims. Das ist so ein Ort, keine Ahnung. Finde ich jetzt generell nicht so wirklich spannend hier. Okay, hier kann man noch spielen. Hier könnten wir uns irgendwie noch eine Limonade holen oder sowas. Aber ich finde es süß, dass Robin hier jetzt so ein bisschen Rollschuhlaufen lernt. Auch wenn ich mich immer frage, so ja, bei dieser Hitze dann irgendwie sich so sportlich zu betätigen, Rollschuhlaufen und sowas muss auch anstrengend sein, glaube ich. Aber ja, das passt schon.
Sehe nur ich da keine Schuhe an deren. Das kann ja eigentlich auch nicht so richtig sein, oder? Warum sind deren Rollschuhe nicht sichtbar? Warum schweben die so nur auf ihren Schuhen? Was hat er jetzt eigentlich genug Zeit gehabt, die Rollen reinzuladen, oder? Naja. Ignorieren wir das einfach mal. Bestellen wir uns mal eine schöne Limonade. Das wäre doch mal ganz schön. Ich finde das ein bisschen gefährlich, dass Robin jetzt so in der Gegenfahrtrichtung hier rausgelaufen ist. Aber naja, gut. Genau, dann hol du dir da mal irgendwie ein bisschen Limo. Sehr schön. Und vielleicht würde ich jetzt tatsächlich zurückkehren. Zum Rest der Familie zurückkehren. Dass wir dann noch mehr ehrenamtlich tätig werden können. Weil ich fand die Idee richtig cool. Und ich weiß nicht, ob wir das als ganze Familie machen wollen oder. Weil es war ja Daniels Idee. Also sollte auf jeden Fall Danielle mitkommen. Dann möchte ich auf jeden Fall Robin mitnehmen. Dann können wir da noch so ein bisschen den Charakterwert der Empathie aufbauen. Wie weit ist eigentlich Robins Empathie-Charakterwert? Könnte man noch schaffen. Du kannst vielleicht ein bisschen mit Ruby joggen gehen. Das wäre vielleicht ganz gut. Dann kannst du mal wieder hierher kommen. Und du kannst jetzt mal. Ich glaube, das müsste hier sein, oder? Ehrenamtlich tätig werden. Ah, hier ist das, okay. Zusammen mit Robin. Genau, was machen wir denn Schönes? Ich meine, gerade an so einem heißen Tag. Was wäre denn da am besten? Strandreinigung, würde ich sagen. Oder vielleicht auch im Altersheim? Ja, komm, wir können mal einen schönen Sonntag im Altersheim machen. Oh, Ruby ist da gerade reingesprungen in den Pool. So, dann lass sie uns doch mal bürsten und küssen. Und dann können wir hier mal joggen gehen. In der Hoffnung, dass das hier auch zu Joggen gehen zählt. Mal sehen. Ich weiß es gar nicht. Können wir ja mal gucken. 17 Uhr sind die beiden losgegangen ungefähr zur ehrenamtlichen Arbeit. Mal sehen, wie lange die unterwegs sind, weil ich habe da noch nie so wirklich drauf geachtet. Ich habe immer noch nicht hier den Dingens, so ein Tor hinzugefügt. Wenn, dann müsste ich wahrscheinlich auch noch einen Zaun hinzufügen, damit die nur durchs Tor gehen können. Naja, mal sehen. Ist die jetzt zu heiß? Ja, ne? Können wir trotzdem weiter joggen gehen? Oder ist. Ja, überhitzt. Alles gut. Was macht ihr denn jetzt? Wo läufst du denn jetzt hin? Du sollst doch nur den Hund anleihen. So. Wen haben wir hier? Maya, okay. Dann können wir ja vielleicht mal hierhin joggen. Vielleicht gilt das ja schon als Joggen gehen. Zählt das als wir joggen? Nee, wir sollen auf Elliot klicken und Joggen gehen auswählen. Probieren wir danach natürlich auch nochmal. Robin wird Zeuge, wie sich zwei ältere Sims darüber streiten, welches Fernsehprogramm eingeschaltet werden soll. Wir werden die beiden mal ablenken. Robin setzt sich mit den älteren Sims hin und stellt ihnen Fragen über ihre Vergangenheit. Die älteren Sims erinnerten sich gerne zurück, erzählten ihre Geschichten und vergaßen die Unstimmigkeiten. Hey, cool. Wir haben Konfliktlösung und Sozialfähigkeit gewonnen. Okay. So. Zählt das jetzt als Joggen gehen oder eher nicht so? Oh, da haben wir Piuma. Okay, ich zieh dich direkt nochmal wieder um, weil ich will nicht, dass du stirbst an Überhitzung. Oh, wie cool, wie die beiden hier auch unterwegs sind. Finde ich auf jeden Fall schöner, als halt hier immer nur streunende Hunde zu sehen. Finde ich es schöner, hier Sims mit ihren Hunden zu sehen. Oh, ich dachte auch, das wäre irgendwie ein Sim mit Hund gewesen, aber nein, das ist ein streunender Hund. Okay. Aber trotzdem ganz cool, so viele Sims hier zu sehen. So, mal schauen, ob das jetzt als Joggen gehen zählt, ob das hier den Wunsch erfüllt. Nein. Okay.
Deswegen achte ich nie auf diese Wünsche, weil die sowieso nie erfüllt werden. Das ist albern. So, das, keine Ahnung. Ich meine, die haben ja sowieso vor einer Weile die Wünsche deaktiviert, standardmäßig. Und vielleicht genau deswegen funktionieren die dann auch nicht mehr so gut. Dann können wir das hier mal auf die Wäscheleine hängen. Ja, du bist gefährlich, gefährlich müde. Deswegen gehen wir jetzt. Ach so, ja, Hund ableinen. Deswegen gehen wir ja jetzt duschen und alles. Alles gut. Alles gut, mein Lieber. So, wen haben wir hier? Pia. Ja, Pia war gerade aus irgendeinem Grund hier unterwegs. Oh, Noah ist ja noch da. Hallo. Dann könnten wir mal das verdorbene Essen ausräumen. Nein, wir wollen gerade nicht mit dir reden. Wir sind gerade im Begriff, duschen zu gehen. Lass uns bitte mal in Ruhe. Und was könnten wir denn jetzt so zum Abendessen? Oh ja, wir haben ja so richtig viele Sachen noch über. Hi, Sascha. Okay, ich würde sagen, die Schinken-Spargelröllchen klingen eigentlich gut, dass wir die essen könnten. Du kannst vielleicht hier drüben mal auf Toilette gehen. Musst du auch auf Toilette? Nö, bei dir sieht es eigentlich gut aus. So, wie viel Empathie haben wir denn jetzt bekommen? Oh, nicht wirklich. Nicht wirklich was. Aber hey, wir haben so ein bisschen was, ne, so gemeinsam unternommen. Wir sind glücklich zu helfen. Das ist ja immerhin schon mal was. Dann können wir Noah vielleicht auch noch mal nach ihrer Karriere fragen, kennenlernen. Genau, ein bisschen solche Sachen machen. So, ja, dir geht's nicht wirklich gut. Aber das passt schon. Und dann kannst du vielleicht hier nochmal den Tisch decken mit Gelb. Und hier auch nochmal. Und dann gucken wir nämlich nochmal nach Essen. So. Genau, von der Pasta ist noch was übrig. Da kannst du gern was essen. Und dann haben wir hier noch die Röllchen. Da würde ich dann vielleicht mal zum Essen rufen. Das ist komisch, dass jetzt, dass Robin jetzt noch so die Limonade dabei hat. Wie lange ist das noch gut? Oh, 3 Minuten. Oh mein Gott, dann beeile ich immer schnell. Oh wow. Okay, es ist jetzt auch schlecht geworden. Naja, schade. Schade, schade. Dann musst du wohl was Neues kochen hier, Elliot. Das tut mir aber auch leid. Was könnten wir denn Schönes machen? Was ist denn vielleicht auch für den Sommer gut? Für so einen richtig heißen Tag möchte man jetzt nicht unbedingt was Heißes essen, oder? Da möchte man ja eigentlich eher was Kühles essen. Vielleicht können wir dann hier mal bei den Gourmet-Menüs schauen. Genau, so ein bisschen frittiertes Gemüse. Das klingt doch eigentlich gut. Oder Caprese-Salat. Das klingt nach etwas, was man, wenn es warm ist, gerne essen möchte. Oh, hast du das auch noch mit weggeräumt? Na gut, dann mach das eben so. Hier sollte vielleicht mal wieder der Napf gefüllt werden für Robin. Immerhin hat Danielle hier was essen können. Denn ich dachte auch daran, dass wir vielleicht mal wieder mit unseren Freundinnen unterwegs sein könnten, nochmal irgendwo Schönes hingehen könnten. Ich wollte ihn jetzt eigentlich kochen lassen, aber vielleicht machen wir das doch nicht und gehen dann lieber hier mit ihr raus. Ich warte mal eben noch kurz, bis er das Geschirr weggeräumt hat. Genau, und dann treffen wir uns vielleicht mal wieder mit unseren Freundinnen an einem anderen Ort. Mal gucken, was wäre denn ein guter Ort, wo wir uns treffen könnten? Gerade auch, weil es so heiß ist. Ich weiß nicht, irgendwie am Strand oder sowas oder hier in der Bar. Hier in der Bar wäre irgendwie auch ganz cool. Oder hier im Club Calico. Das halte ich eigentlich für eine gute Idee. Gehen wir da mit unseren Freundinnen hin. Mit Luisa, Wanda, Lana und Kayla müssen es sein. Ich glaube, das mussten alle aus unserer Gruppe sein. Teilweise auch schon Seniorinnen geworden, wie man gesehen hat. Und
Genau, dann können wir da so ein bisschen tanzen, selber Musik machen. Das ist vielleicht eine ganz schöne Möglichkeit. Und vor allem dachte ich, könnten wir uns auch noch ein bisschen mehr mit denen anfreunden. Denn tatsächlich so gut befreundet sind wir noch gar nicht mit denen. Genau, dann können wir nämlich hier noch an der Versammlung teilnehmen. Und genau, hier haben wir ja zum Beispiel ein Flügel, an dem könnten wir also ein bisschen spielen. Gott, das Grundstück sieht echt nicht gut aus. Das wollte ich ja irgendwann auch noch mal schöner machen. Das Grundstück hier, weil das ist so ein unglaublich cooler Ort hier. Hier hinten mit dieser Hochzeitslocation, dann hier mit dieser schönen Feuerstelle und allem und generell auch hier mit diesem großen Eingang. Das ist so ein schöner Ort und dann ist das Grundstück hier echt tragisch. Also, da würde ich irgendwie gerne noch ein bisschen was machen. So. Genau. Mit Luisa sind wir schon richtig gut befreundet. Dann könnten wir vielleicht irgendwie mal mit dir quatschen, kennenlernen, Kompliment übers Outfit machen, könnten mit dir mal über Mode scherzen, mit Lana vielleicht noch mal ein bisschen reden, Tag verschönern. Ich meine, mit Luisa können wir auch noch ein bisschen reden. Aber das war so die Idee, dass wir jetzt irgendwie alle jetzt mal zusammen ein bisschen quatschen. Ich meine, ja, wir könnten noch musizieren und uns das auch ansehen und alles, aber was wollen die anderen Sims denn jetzt hier? Ich wollte halt eigentlich nur mit meinen Freunden reden und nicht jetzt irgendwie noch mit allen anderen. Aber okay. So, kennen wir eigentlich schon all ihre Merkmale? Nein, dann könnten wir die auf jeden Fall auch noch mal kennenlernen. Ich glaube aber, von unseren anderen Freundinnen sollten wir schon alles kennen. Die kennen wir ja schon sehr, sehr lange. Kayla ist einfach eher etwas neuer in unserer Gruppe. Und entsprechend wissen wir noch nicht so viel von ihr. Aber das ist ja eigentlich okay. Oh, nein. Können wir nochmal zusammen hier hingehen, bitte? Dann können wir hier nochmal ein bisschen kennenlernen. Dann können wir mit dir nochmal ein bisschen reden. Tag verschönern, mit dir noch mal ein bisschen. Lass uns doch mal bitte alle zusammen quatschen, Leute. Alle gemeinsam. Vielleicht sollten wir dann auch mal hier zusammen sitzen. Das wäre doch irgendwie auch ganz schön. Genau. Oder wir setzen uns mal hier hin und plaudern. Das klingt eigentlich auch ganz gut. Wir können auch zu viert quatschen, das ist okay. Ich meine, mit Wanda würde ich mich auch noch gern ein bisschen mehr anfreunden, aber vor allem halt auch mit Kayla und Lana würde ich gern noch ein bisschen mehr quatschen. Tiefgründige Unterhaltung könnten wir führen. Kommt die beiden jetzt auch, eigentlich auch mal hier hinten hin? Hallo? Okay, jetzt. Dann können wir mit ihr noch mal ein bisschen reden, den Tag verschönern. Genau, das wäre doch ganz schön. Da hat jemand ein bisschen Trinkgeld bekommen, nicht schlecht. Und das, obwohl sie echt nicht wirklich gut spielen kann. Oh, hier, Liam. Der Freund von Annabelle hat ihr Trinkgeld gegeben. Das ist aber nett. Dann hier können wir ja mal ein bisschen über Tanztechniken reden. Und ein Kompliment über ihr Outfit machen. Wir fragen sie mal, ob sie Single ist. Das weiß ich gar nicht. Ob Kayla irgendwie jemanden gefunden hat. Und ansonsten können wir sie nochmal kennenlernen oder so? Nö, aber das geht auch so schon ganz gut. Sehr schön. Ja, so verbringen wir ein bisschen Zeit mit denen. Du kannst eigentlich weiterhin deine Logikfähigkeit aufbauen, oder? Oh, warum kannst du das denn immer nicht? Wir sind doch zu Hause. Zu Hause sollte Robin eigentlich die Logikfähigkeit aufbauen können. Ach, keine Ahnung. Ja, und du solltest dich vor allem einfach um dich kümmern. Naja, dann machen sie halt mal ein bisschen nichts. Auch wenn ich es ein bisschen schade finde, aber ja. Können wir nochmal eine tiefgründige Unterhaltung führen? Genau. Und dann würde ich sie eigentlich auch mal hier auf Toilette schicken. Und dann können wir nämlich hier nochmal einen Drink bestellen, vielleicht für die Gruppe. Das wäre irgendwie auch ganz schön. Das ist eindeutig ein Vampir. Das habe ich gesehen. Ja.
Haben wir hier auch einen. Holly Weber. Okay. Ja. Oh, sie schien sehr genervt davon, irgendwie mit Fans interagieren zu müssen. Dann lass uns mal ein Getränk für die Gruppe bestellen. Ich bin eigentlich für ein bisschen schönen Wein. Warum nicht? Ja, Katharina, lässt uns bitte noch mal kurz. Ah, ich dachte schon, sie will uns rausschmeißen. Wir wollten halt nur die Hände waschen. Ich dachte schon, sie wäre jetzt reingekommen, um aufs Klo zu gehen und schickt uns raus, obwohl wir noch nicht mal die Hände gewaschen haben. Das fände ich eher uncool. So, ich glaube, jetzt sollten ja auch unsere ganzen Freunde noch mit herkommen. Ist auch noch eine Möglichkeit, hier weiterhin Level 2 Star zu bleiben. Gott, warum hat er das getan? Oh. Können wir vielleicht noch mal hier einen Insiderwitz erzählen? Oh, sie muss auf Toilette, wie es scheint. Zumindest ist Kayla so gelaufen. Okay. Genau, dann trink du vielleicht auch mal deinen Wein. Sehr schön. Ja. Oh, nein, 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 du sollst noch nicht nach Hause gehen, du sollst noch nicht nach Hause gehen. Nein, jetzt hat sie einen Wein. Bestell bitte noch mal einen Wein. Vielleicht können wir diesmal den Wein bestellen. Jetzt habe ich sie aus Versehen nach Hause geschickt und sie hat ihren Wein einfach schon ausgetrunken, weggeschüttet oder so, keine Ahnung. Aber ja. Genau, machen wir doch das. Und wie wäre es, wenn wir uns jetzt irgendwie zusammen hier hinsetzen? Lass uns mal hier zusammen sitzen. Ich war noch nie an diesem Ort, aber der ist ja eigentlich richtig schön. Lass uns mal unseren Wein nehmen und da so richtig gemütlich hinsetzen. Das ist bestimmt schön da. Ich meine, wir hätten auch uns einfach hier hinsetzen können. Das ist ja auch eine schöne Lounge-Ecke. Und wie gesagt, das Grundstück hat doch echt viel Potenzial. Ich weiß auch schon so ein bisschen, was ich damit alles machen will. Ich muss halt nur noch anfangen und vor allem irgendwie so die Außengestaltung hinbekommen. Das finde ich meistens das Schwierigste. Oh, guckt euch das mal an, wie schön das hier ist. Oh, das ist doch der Wahnsinn, oder? Gefällt mir richtig gut. Mir fehlt noch Lana, okay. Wenn wir nicht zusammen sitzen, wollt ihr euch nicht auch mit hier hinsetzen auf die anderen Stühle? Genau, da drüben ist da auch noch einer. Genau, setzt euch da ruhig mal so ein bisschen hin. Vielleicht können wir mit Lana noch mal ein bisschen reden. Den Tag verschönern. Nee, nee, setz dich ruhig da hin. Ist ziemlich hell, ne, das Licht hier. Ja, du kannst ruhig gehen, Kayla. Geh ruhig auf Toilette, alles gut. Oh, was so ein schöner Ort hier. Der Wahnsinn. Nicht schlecht. Oh, vor allem hier so richtig so am Hafen und genial. Ja, ich mag den Ort hier. Aber irgendwie ist es halt auch so ein Grundstück, wo ich mir dann denke, so, boah, wenn ich hier das Haus, was ich baue, das muss halt richtig gut aussehen, weil das ist so ein wunderschöner Ort. Das muss dann halt auch echt so ein richtig Luxusgrundstück werden. Ansonsten passt das halt einfach nicht. Oh nein, ich glaube, unsere liebe Kayla hat sich eingepinkelt, weil sie sieht beschämt aus. Sie sieht aus, als ob sie beschämt wäre. Luisa schläft da drin. Ja, ich glaube, da hat sie sich eingepinkelt. Ach, meine arme Kayla hier. Okay. Dann würde ich jetzt an der Stelle aber mal die Versammlung. Hä? Die Versammlung beenden. Was war das eben? Meine Maus ist irgendwie aktuell komisch, deswegen wundert euch nicht. Würde ich hier mal die Versammlung beenden, wird Danielle nach Hause schicken und guck mal, ob ich nächste Folge noch irgendwie hier spiele oder ob wir dann zu Noah und Sascha wechseln. Das sehen wir dann. Habt aber noch einen schönen restlichen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.